Hallo, hallo mein Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute, ich habe gerade geguckt, ob ich noch Kaffee habe, aber no. Heute musste ich mal über etwas sprechen und das ja, bringt so das Leben vom mit Tieren und auch vor allen Dingen mit Nutztieren mit sich. Also ich habe ja also mein ganzes Leben noch nie Nutztiere gehabt. Also mit Nutztieren meine ich jetzt nicht Hunde, das sind ja Haustiere. Also natürlich sind auch Nutztiere Haustiere im strengen genommen, aber ich meine jetzt mit Haustieren, Hunde, Katzen, Vögel, solche Sachen. Sondern ich habe noch nie Tiere gehabt, die man auch schlachtet und die man auch essen kann und die halt da sind, eigentlich gezüchtet werden, um sie zu verzehren, ja letztendlich. Und sowas habe ich noch nie gehabt. Klar, wir hatten schon mal auf dem Dorf, also wir haben ja Freunde und Bekannte, die bei uns gelebt haben und die haben auch Schafe. Und es gehörten da uns auch zwei Schafe, aber das ist überhaupt gar kein Vergleich. Die habe ich dreimal gesehen oder zweimal und ich war so begeistert, oh mein Gott, das waren so schöne Schafe, ja. Und auch da kann ich ja da mal vielleicht von ganz vorne anfangen. Das waren, ich habe die auch gefloppt mal übrigens, ne, für alle, die das gesehen haben, das waren richtig fette, braune, hellbraune Schafe, wunderschöne Tiere, also wirklich wie gemalt. Ja, gar kein Vergleich mit diesen, die wir hier haben, ne? Wunderschöne Tiere. Das waren einfach, das wären Ausstellungsstücke, so schön und sauber und gepflegt, ne? Unsere Leutchen, unsere alten Leute, die die Tiere hatten, die haben sie ja richtig gepflegt. Zwei gehörten uns, einen denen oder eins uns und zwei denen. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, zwei uns und eins gehörte denen. Mann hatte zwei Tiere gekauft und die haben ja auf dem Grundstück gelebt. Also da hatten wir eine riesige große Fläche Gras und alles. Und die haben sich richtig gut gekümmert. Die alten Leute kannten das auch. Die kommen vom Bauernhof. Die wissen genau, wie man damit umgeht. Die haben immer Schafe da gehabt und auch Hühner und alles Mögliche. Ne? So, also die haben uns auch öfters Eier gegeben von den Hühnern, die da gelebt haben. Das waren aber deren Hühner, ne? Also nicht meine oder unsere. Diese Schafe gehörten uns zwar, aber ich habe sie nur dreimal gesehen. Und einmal habe ich sie gestreichelt und oh mein Gott, die waren so süß. Die waren wie so ein Hund. Die wollten gestreichelt werden, immer das Gesicht zu mir. Und es war einfach zuckersüß. Und dann eines Tages höre ich nur noch, wie mein Mann sagt, ja, der alte Mann kann jetzt nicht mehr, also bevor sie von den Lämmern, bevor es keine Lämmer mehr sind, sondern Schafe will er die jetzt schlachten, ne? Sind ja auch gekauft worden im Frühjahr, kurz nach der Wintersaison, im Anfang März, glaube ich, hat er sie gekauft, damit sie dann eben bis zum Spätsommer gemästet werden und dann geschlachtet werden. Jetzt nicht als Opfer, sondern einfach als Fleischprodukt, ne? Und nun war es soweit, weil die Schafböcke waren so stark geworden, die haben sich gegenseitig bekämpft. Ja, es waren ja auch nur drei Schafe und je weniger Schafe du hast, desto mehr machen sie so einen Blödsinn. Die sind also immer gegeneinander. Und dann musste der alte Mann immer dazwischen. Und das ist natürlich nicht so einfach ab einem gewissen Alter. Ne? Es müsste schon eine große Schafherde sein, damit sie sich eben nicht die Köpfe einhauen. Jedenfalls wurden die dann geschlachtet und ich hatte dann irgendwann auf meinem Küchentisch dieses Tier liegen, ne? Von dem ich vorher noch gesagt habe, oh mein Gott, sind die süß. Das war schon so die erste Erfahrung, die ich hatte. Ich habe das natürlich nicht gegessen, aber gebraten ständig. Und jedes Mal, wenn ich das rausgeholt habe, habe ich gedacht, aus dem Eis, hier kamen mir diese scharfen Augen, ne? Wie es aussah, bevor es geschlachtet wurde. War schon sehr eigenartig. Aber gut, noch schlimmer war es jetzt aber. Als ich diese Tiere direkt so ein paar Tage jetzt, diese Schafe, ich habe es ja jetzt 3 Tage oder 2 Tage bei mir im Garten, ich fütter sie, ich gucke mir die an, ich filme sie, mache mir Sorgen wegen ihren Wunden, die sie vielleicht haben und bilde mir ein, dass sie vielleicht ein paar Jahre bei mir bleiben. Also diese 3 Tage, die oder zwei, ich weiß ja jetzt nicht, wie lange waren diese letzten Schafe bei mir, die dann geschlachtet wurden. Oder welches geschlachtet wurde, 3 Tage waren es, glaube ich, oder 2. Und da habe ich wirklich jetzt schon, also man gewinnt die Schafe ja lieb, ne? Auch wenn sie gar nicht so schön sind. Es sind jetzt nicht so schöne Schafe, sind ja eher süß, aber nicht schön, ne? Also schön waren meine braunen Schafe. Aber trotzdem, sie sind in meinem Garten und ich habe sie ja noch nicht mal angefasst. Aber sie waren wirklich, also ja, sie gehörten zu uns ja jetzt schon zur Familie. Ob ich wusste, dass es nicht unsere sind. Ja, ich habe ja immer gesagt, die gehören uns gar nicht. So, und nun wurde da ein Schaf gestern geschlachtet.
Und dann, als würde das nicht reichen, weil es ein Opferschaf war, wurde mir natürlich das gebratene Fleisch, die haben dann später im Garten gegrillt, das Fleisch auf den Teller gebracht. Das ist auch gut so, das ist richtig so, das muss so sein. Alle Leute, die mit diesem Schaf zu tun hatten, bekommen was ab von dem Fleisch, dürfen davon essen oder du kriegst rohes Fleisch oder so. Das ist eben der Sinn hinter dem Opfer, welches man für das Fleisch bringt. Also an arme Leute, aber auch die Familie, Freunde, alle sollen von dem Tier essen dürfen. Und mir haben sie dann gestern Abend um 11:30, glaube ich, nachdem sie gegrillt hatten, im Garten einen Teller gebracht, ne? Leute, ich sag's euch, also ich bin das schon gewohnt, ja, also vom letzten Mal, als meine Braunschafe geschlachtet wurden, aber und ich habe ja auch gegessen, ich mag kein Fleisch. Also für alle, die da jetzt sagen, okay, das war doch bestimmt lecker, weil gegrillt und so mit Paprika, alles schön drapiert, ich habe es aufgenommen im Vlog gestern. Aber nein, also ich erstmal mag ich kein Fleisch, aber ich habe trotzdem gegessen, weil es ist gut, dieses Fleisch als Muslim zu essen, welches ein Opfer war, ja. Ich habe ein bisschen gegessen, damit eben das Gute auch sozusagen von mir aufgenommen wird. Aber das war schon ein komisches Gefühl, wirklich. Und jetzt stelle ich mir vor, wie es denn wohl sein wird, wenn meine Schafe, die ich jetzt als Lämmer schon habe, so in einem halben Jahr aussehen und ich will sie ja auch duschen, ich will sie pflegen, ich will, dass sie schön sind und dass sie schön aussehen, sie sollen geschoren werden und sie sollen auch handzahm werden. Schafe sind ja ganz handzahme Tiere, wenn sie sich an den Besitzern gewöhnt haben, dann kommen sie wie Hunde, ja, das ist genau das Gleiche wie ein Hund, ja, die lieben ihre Besitzer. Und sind immer bei dir und kommen auch immer zu dir, wenn du sie rufst. Unser älterer Mann, der hat die Schafe gerufen von, weiß ich nicht wo, und die sind in einem Affensturm, wie die Hühner zu mir laufen jeden Morgen. So sind die Schafe zu ihm gelaufen. Also, das ist typisch, davon berichten alle, die Schafe haben. Und wenn das passiert und ich jetzt ein halbes Jahr diese Schafe pflege und wisst ihr, was ich meine, und wenn es dann geschlachtet wird, also ich könnte mir vorstellen, das ist schon richtig mulmig. So, und eher eine Feuerprobe hatte ich heute Morgen schon ins Extreme. Und zwar bin ich ja rausgegangen zu meinem Hühnchen. Ja, und meine Hühnchen, die fütter ich ja jeden Morgen, schon seit Monaten sind die ja bei mir. Ja, und gerade auch meine schwarzen Hühner, die sind ja nach den Kampfhühnern sofort gekommen zu mir und sind seit Monaten schon bei mir. Ich fütter sie jeden Tag, ich filme sie jeden Tag, ich spiele mit ihnen, ich unterhalte mich mit ihnen, auch wenn sie nichts verstehen, ist ja Wurst, ne? Man hat ja auf jeden Fall eine Beziehung zu ihnen aufgebaut, ob du willst oder nicht. Es sind ja jetzt nicht 100 Hühner oder 50 oder 20, sondern es ist ja nur, ich weiß nicht, 5 Hühner habe ich ja nur und oder 6 jetzt mit dem Hahn und oder 7 mit dem Kleinen. Ich steige auch nicht mehr durch, also ich zähle die nicht mehr. Lass mal zählen. Also 5 sind die schwarzen, das kleine 7 Hühner habe ich jetzt. Und heute Morgen, als ich in den Garten komme, da liegt eins meiner Hühner in der Badewanne, die die Männer aufgestellt haben, damit wir die Schafe da drin baden können, ne? Oder damit die Schafe auch reingehen können, um sich auch zu trinken, aber auch wenn sie sich mal erfrischen wollen oder so, den Kopf reinstecken. Ich weiß nicht. Jedenfalls, alle können ja auch gut daraus trinken, weil es eine tiefe Badewanne war. Ich wusste, dass Hühner nicht schwimmen können und dass das gefährlich sein könnte, aber ich dachte nicht, dass in dieser Badewanne tatsächlich ein Huhn ertrinken kann, weil die ist ja nur schmal. Das ist ja keine große Badewanne, das ist eine ganz normale Haushaltsbadewanne. Ja, da kann es doch ra wieder rausflattern, dachte ich mir, wenn es da reinfällt. Ne? Ist ja kein See oder kein Pool oder sowas, ja. Aber hast du falsch gedacht, Wolfsmama? Und ich habe das Huhn da drin gefunden. Das war halb tot, ne? Also ich habe es da raus, oder fast tot, würde ich sagen. Nicht nur halb, sondern fast tot. Ich habe das da rausgeholt und dann habe ich es ja, auf dem Boden flattern lassen und dann lag das arme Tier. Das hat wirklich eine Stunde gedauert, bis es so ein bisschen seinen Kopf gehoben hat und ein bisschen besser wurde. Und so nach 2 Stunden haben wir dann schon geschafft, dass es aufgestanden ist und dass es ein bisschen durch die Gegend gegangen ist, noch ein bisschen besoffen. Also es ist so ein bisschen hin und her gewackelt, als hätte es zu viel getrunken. Aber jetzt inzwischen, Alhamdulillah, es ist ganz gut. Sie ist noch ruhiger als sonst, aber sie isst und sie spaziert, sie putzt sich. Also ich hoffe, dass alles in Ordnung ist, inshallah. Denn das habe ich gemerkt, je mehr sie trockener wurde vom Gefieder her, desto besser ging es ihr auch. Sie hat auch gezittert am Anfang, also ihr ging es gar nicht gut. Als ich sie da rausgeholt habe, habe ich echt gedacht, die müssen wir ja töten. Ne?
Und das war eben so der Moment. In diesen Sekunden habe ich mir gedacht, Mensch, du hast wirklich zu einem Huhn so eine enge Beziehung aufgebaut, dass du wirklich richtig traurig bist, dass dieses Huhn dann stirbt. Ja, dass wir es jetzt schneiden, schlachten müssen. Und letztendlich ist das ja nur ein Huhn. Ich meine, das ist dafür da, dass es geschlachtet wird. Dafür wurde es erschaffen. Aber ja, auch dass es so leiden muss. Wisst ihr, was ich meine? Dass das auch nur meine Schuld ist, weil ich wusste ja, dass Hühner nicht schwimmen können. Das hätte ich ja verhindern können. Ich hätte die Badewanne ja nicht voll laufen lassen müssen, zumal ich ja dran gedacht hatte, ne? Und ich habe mich so schuldig gefühlt. Das war, glaube ich, das Hauptsächliche daran, dass ich mir so selber die Schuld gegeben habe, dass es meinem Huhn auch durch meine Schuld schlecht ging, ne? Naja, zum Glück, Alhamdulillah, geht es ihm wieder gut. Aber ich habe es überlegt, ja. Die Tiere, das muss man irgendwie innerlich erstmal trennen, ja. Jedes Tier, was ich in meinem Leben hatte, war für die Ewigkeit eigentlich. Also war für bestimmt dafür, halt so lange zu bleiben, bis es von einem des natürlichen Todes stirbt. Aber dass du dann Tiere hast, die dafür da sind, eigentlich nur, um irgendwann geschlachtet zu werden, wie die Schafe zum Beispiel. In der Regel, natürlich nicht immer, manche sind ja auch für die Zucht und bleiben ja auch, aber so in der Regel sind das ja Tiere, die für den Menschen in irgendeiner Art und Weise einen Nutzen haben. Ja, also du isst von diesen Tieren quasi. Entweder trinkst du die Milch oder du isst das Fleisch oder du benutzt die Eier oder du isst dann das Fleisch von den Hühnern. Und wenn man davon hört, dass Menschen so einfach, ja, wenn ein Huhn krank ist, dann kriegt es den Hals durchgeschnitten und dann essen es die Hunde oder so, ne? Das wird hier auch oft so gehandhabt. Also ein Huhn ist nicht mehr so, okay, wird Hals durch und zu den Hunden geschmissen, weil kranke Tiere dürfen wir Muslime nicht essen. Das ist verboten. Und insofern, das ist so Routine, wisst ihr, bei den Menschen, die halt Bauernhöfe und solche Nutztierhaltung betreiben. Und ich glaube, da bin ich noch weit entfernt von, dass ich da so eine Einstellung zu entwickle, weil ich, das ist halt so das Negative am Bauernhof, ja, dass du die Tiere, die du aufziehst und zu denen du eine Beziehung, stell mal vor, Frieda wäre das passiert, ich habe da noch eine viel engere Beziehung zu meinem Huhn Frieda. Also ich glaube, ich wäre noch mal doppelt so. Also ich glaube, ich hätte angefangen zu weinen, ja, wenn meine Frieda da reingegangen wäre. Das andere Huhn ist nicht, hat dazu nicht so eine enge Bindung, weil ja, ich weiß nicht, das ist nicht so liebesbedürftig. Ja, aber Frieda, die ist immer bei mir. Und da habe ich auch gemerkt, ne, als dieses Hühnchen da auf der Erde halb tot lag, also sie war wirklich fast tot, ja, lag da auf der Erde, nachdem ich sie aus dem Wasser gezogen habe, habe ich ihr ein bisschen Futter gegeben. Vielleicht hat sie Hunger, habe ich gedacht, aber die hat überhaupt nicht gefressen. Da kam Frieda an und dann hackt Frieda ihr ins Gesicht so, ne, an die hackt sie. Ich weiß ja nicht, vielleicht will sie sagen, damit kannst du nicht mehr aufstehen, was machst du denn da? Kann ja sein, aber vielleicht heißt das ja auch, dass sie einfach pickt, weil dieses Tier nicht, weil es hier nicht mehr gut geht und dass man dann noch draufhackt. Ich weiß, das ist ja so in der Natur, in der Tierwelt. Und weil das war schon richtig brutal, wie sie dem Kleinen ins Gesicht und auf den Kopf gehackt hat, ne? Und dann habe ich sie weggeschickt natürlich, aber also das. Also ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss meine ganze Denke und also meine ganze Einstellung zu der ganzen Sache noch ändern. Und ich glaube, da bin ich mit so ein bisschen rosaroter Brille in die ganze Sache reingegangen, weil das war schon eigenartig. Also dieses Fleisch von dem Tier, welches ich noch gefilmt habe vor einer Stunde oder vor 2 Stunden und welches ich noch, ja, versucht habe, vielleicht zu streicheln oder in die Ecke zu bringen und gefüttert habe, das dann auf meinem Teller zu sehen, also das war ein richtig komisches Gefühl, ja, und ich glaube, da muss ich noch viel lernen, wollte da so meine ersten Gefühle, die auch negativ waren, natürlich, wenn man sowas macht, mitteilen, dass das passiert. Und das ist ja auch immer die erste Frage meiner Kinder zum Beispiel. Ey, Mama, jetzt hast du da Schafe und dann, wenn Baba dann kommt, dann wird er eins schlachten. Das ist dir schon klar, ne? Habe ich mir gedacht, ja, aber vielleicht auch nicht. Also ich wusste natürlich, dass das passiert und aber dass man ja, aber wenn es dann wirklich passiert, dann ist das schon mal wirklich sehr komisch. Und
Wir haben ja jetzt nur noch 7 Schafe, weil eins wurde ja geschlachtet. Ich spreche mal von unseren Schafen. Eins gehört uns sowieso nicht. Das gehört dem Freund von meinem Gärtner. Und die 2 gehören ja auch meinem Gärtner wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich, I don't know. Oder eins. Ich steige da immer so ganz durch. Aber mir gehören ja persönlich nur 2. Und eins haben wir ja nur sozusagen als Ersatz. Das wir müssten ja wieder zurückgeben bekommen. Das andere dafür, welches so ein bisschen wund ist auf der Nase. Und ja, wenn ich allein schon, wenn ich jetzt überlege, dass die wieder weggehen, da bin ich schon traurig. Geschweige denn, dass ich weiß, dass vielleicht mindestens 2 von den Schafen, wenn wir die nicht kaufen, weil sie zu teuer sind, dann werden die direkt zum Schlachter gebracht, weil der Mensch, der die Tiere verkauft hat oder verkaufen will, der wollte die jetzt auch ganz verkaufen. Also weg ist weg und dann würde er die zum Schlachter geben und dann das Fleisch konsumieren, ne? Das ist schon ein sehr komisches Gefühl, aber ich glaube, das kann man lernen. Klar, die Vegetarier unter euch und die, die vielleicht jetzt wirklich sehr tierlieb sind, für die ist das natürlich überhaupt alles sowieso richtig furchtbar. Aber ich denke, so für den Otto-Normalverbraucher, der halt Fleisch konsumiert, dem wird klar sein, dass die Tiere auch mal gelebt haben, die sie da essen. Und blenden dann wahrscheinlich auch den ganzen Hintergrund aus, weil sonst, ich glaube, wenn man das nicht macht, kann man das Fleisch gar nicht essen. Ja, aber. Ja, ich glaube schon, dass wenn es den Tieren gut gegangen ist, wenn sie gelebt haben, man es auch leichter dann konsumieren kann. Aber ja, für mich ist das alles noch sehr, sehr komisch, weil ich immer noch verbinde, ein Tier, was ich habe, gehört zu mir und ich gebe dem einen Namen und ich kümmere mich um das Tier und möchte, dass es ihm gut geht. Ich mache mir Sorgen um das Tier und kann da noch nicht so die Klappe fallen lassen und sagen, so, heute lebt es aber nur noch eine Stunde und dann wird es geschlachtet, ja. Allein schon, wenn ich den Prozess miterleben müsste, wo ein Schaf, welches ich ein halbes Jahr gepflegt habe oder vielleicht ein Jahr, mit das ich gestreichelt habe, dass mich liebt, ja, das immer zu mir kommt wie ein Hund und das dann zu schlachten, oh mein Gott, also das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja, wenn es mir jetzt schon so schwer wäre nach 3 Tagen oder 2, die Schafe bei mir sind, wie wird es denn sein, wenn ich eine Beziehung zu diesen Tieren aufgebaut habe? Will ich gar nicht dran denken. Das Thema blende ich einfach komplett aus. Ich glaube, bei mir, ich werde so lange betteln und bitten, bis alle Schafe so lange hier leben können, bis sie halt von natürliches Toten sterben. Also ja, das ist aber ja nicht der Sinn der Sache. Ne? Also, wir wollen das ja schon auch als Schafszucht betreiben, die eben konsumiert wird von uns, ja, als Eigenversorgung dann, weil es wird schon viel Fleisch gegessen hier in der Familie, das muss man leider auch schon so sehen. Und ja, eben hat meine Schwiegertochter zu mir gesagt, Mama, wenn Baba kommt, ne, also die nennen auch meinen Mann Baba, auch wenn es nur die Schwiegertöchter sind, dann weißt du schon, ne, dass wenn er die Schafe da sieht, dann leuchten bei ihm Lammkoteletts und so vor den Augen auf. Also ich glaube nicht, dass die lange leben werden, wenn Baba kommt. Also eins wird mit Sicherheit dran glauben. Und ich glaube auch, also wenn mein Mann die sieht, dann sind Lammkoteletts vor seinen Augen. Hat sie gut beschrieben, ne? Nein, aber mein Mann liebt Schafe. Er ist mit Schafen aufgewachsen. Er ist immer sehr bedacht, dass es ihnen sehr gut geht. Also da schon. Aber ich glaube auch nicht, dass er sie schlachten könnte. Ich habe nämlich wegen den braunen Schafen, die wir auf dem Dorf hatten, habe ich gesagt, sag mal, könntest du diese schönen Tiere schlachten? Nee, nie im Leben, sagt er. Könnte ich nicht, hat er gesagt. Ne? Also ich glaube, da ist auch der alte Bauernverstand schon nicht mehr so da, glaube ich. Gut, wollte aber einfach nur mal so meine ersten Gefühle mit Teilen, die gestern ganz besonders da waren, als das Tier geschlachtet wurde, von dem, das ja in meinem Garten war und mit dem ich mich ja so ein bisschen noch unterhalten habe, und das dann auf meinem Teller zu sehen, bis hin zu dem Hühnchen, was heute fast ertrunken wäre und was ja vielleicht für die meisten gar nicht schlimm wäre, weil es geht dem nicht gut. Und ich glaube, die Bauern, wenn denen das passiert wird, hätten die sofort den Hals durchgeschnitten und weiß ich nicht, dem Hund gegeben oder so. Aber ich habe wirklich den ganzen Morgen mit diesem Hühnchen mitgelitten und ich war so froh, dass es ihm wieder gut geht, ja. Oder zumindest vermeintlich gut. Wenn ich jetzt daran denke, dass das, wie gesagt, mit meiner Frieda passiert wird, die ja mir das liebste Hühnchen ist, oder mit dem Kampfhühnchen, das war ja mein erstes, was ich hatte, oder die ersten
Und die gehören ja noch nicht mal mir. Davon mal abgesehen, gehört ja alle dem Gärtner. Ne? Nicht eins der Hühner gehört, müssen alles seine. Also, na, was das wohl werden soll mit der Wurfwurst-Mama. Inshallah werden wir das alles erleben und inshallah wird alles gut. Und ich wünsche euch, dass euch das auch gut geht, inshallah. Und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.